Juhu, Sims 4 Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wir lassen alle Teller fallen. Und Yuki zieht sich spontan um. Lustig aus, wie flauschig ihre Haare dann. Babytime. Oh, ja, ich weiß, es ist ungünstig, jetzt schwanger zu sein, Sarah. Ich weiß, es ist ungünstig, aber. Ach, guck mal, wie zuversichtlich Yuki aussieht. Das wird schon alles. Ihr zwei schaukelt das Baby schon wortwörtlich. Du musst jetzt irgendwie rausgehen, weil du dir deine Tagsklamotten angezogen hast. Was macht ihr jetzt? Lass mich hier nicht alleine. Nein, 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 ich schaff das. Mehr. Hallo? Naja, wenigstens die Toilette wieder sauber. Ich habe nicht mal ein Türloch, dass ich mich durchzwängen kann. Dann muss ich mich hier durch so ein Fenster glitschen. Hat niemand gesehen? Jetzt zusammen Musik hören. Ich könnte das Essen noch mal wegbringen, ne? Ah, jetzt wird sich in den Computer gesetzt und Yuki schreibt fleißig SMS. Ich wollte jetzt mal gucken im Forum wegen Babykriegen und alleinerziehende Mutter sein, wie das überhaupt so ist. Ja, stimmt. Ich meine, wenn du das nicht mit Jacob großziehst, dann müsste doch dann, glaube ich, ja Unterhalt zahlen. Ja, wovon soll der denn Unterhalt zahlen? Ich glaube, es sagt, ich meine, der Kerl, der arbeitet ja nicht mal. Er ist, glaube ich, recht reich und wohlhabend gewesen, wenn ich mich erinnere, war das sein Haus. Recherchieren im Internet mal. Großartig. Ist ja nicht so, dass ich mit dem Kerl nicht das Kind großziehen würde. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich ihn nicht lieben würde, aber wenn er meint, mit vielen Babys zu haben, ist das nicht meins. Boah, super, er muss Alimente bezahlen. Großartig. Sehr schön. Gut, dass ich recherchieren kann im Internet. Ist man sehr stolz auf sich selbst. Und Yuki, was ist los? Was willst du machen, hm? Möchtest du raus? Möchtest du in die frische Luft? Möchtest du Nachbarn kennenlernen? Samstag? Musst du eigentlich das nächste Mal arbeiten? Am nächsten Tag. Was passiert eigentlich, wenn sie Sam über den Weg läuft? Dann, sagt er dann eigentlich dazu? Ich meine, das ist doch ein bisschen merkwürdige Situation zwischen den beiden. Das ist halt immer schlecht, wenn man zusammen arbeitet. Macht ihr beiden so? Haben sich in Fluren quatschen? Nee, haben sich hingeglitscht und stehen wieder spontan auf. Wie die Aktion abgebrochen worden ist. Cat drauf. Erregendes Geplänkel wegen Sozialkontakte. Hat er wohl mit Svenja ein bisschen... Ah, die gehe ich wieder hoch. Mir egal. Da unten liegt Müll. Hat jemand gesehen? Und den Müll muss weggemacht werden. So, ich jetzt gehen lesen. So, hier, ich nehme Buch und lesen jetzt. So dünn. Der ist wirklich so dünn und schmal. Hat jemand gesagt, ich bin dünn? Ich bin nicht dünn. Das ist meine Figur. Wenn man hat schmale Knochen, schmale Knochen. Und große Nase. Aber das ist Problem von mir selber. Eine sehr sympathische Nase, finde ich persönlich. Nein, ich doch nicht lesen. Ah, ich gucke in die Welt und sehe niedlich aus. Oh Gott, sie sieht aber auch wirklich niedlich aus. Halt, ich wollte so... Ist so putzig. Kann sich das gar nicht richtig angucken. Dieser Kameramodus ist fest. Was sie jetzt mit dem Handy spielen? Wie wär's denn hier mal mit wegwerfen? Wenn du dabei bist. So, Sarah, du könntest mal ein nächstes Buch schreiben. Nicht auch deine Arbeitssache, Bücher schreiben, nicht begonnen. Siehst du mal. Schreiben. Liebesmail schreiben. Ja, man alles machen kann. Schreiben. Genrebuch schreiben. Motivationsbuch. Kannst dich einfach mal selber motivieren in einem Motivationsbuch. Der Spiegel lügt. Nee, Single, schwanger und voll dabei. Das ist ein Buch über Selbstsicherheit. Jemand trotz gesellschaftlich nicht zum positiv ge wie man trotz gesellschaftlich nicht zum positiv nicht zur wie kann ich das denn aus? Ich will diesen ich muss das in einen Satz kriegen. Wie man trotz gesellschaftlich nicht positiv geprägt Single-Mama genießen kann. Positiv das Leben als Single-Mama genießen kann.
Wir würden trotz gesellschaftlich nicht positiv geprägt das Leben als Single Mama genießen kann. So. Auf geht's, das wird ein Bestseller, ich spüre das. Irgendwelche emotionale Aura, sonst wäre Kreativität ja nicht schlecht, ne? Ich glaube, sie ist besser, wenn sie kreativ ist. Ja, bestimmt inspiriert. Bin wir nicht hinstellen, Lampe, die macht Inspiration. Was haben wir das denn hier? Lampen. Bild inspiriert. Da. Aha, es funktioniert. Ausgezeichnet. Was ist los? Bist du krank? Du musst ins Krankenhaus. Sie dampft ja richtig. Ja, apropos, wir können ja mal trotzdem mal, wenn sie schon sich ihre Motten für draußen angezogen hat, könnten ja... Im Café ist gerade niemand. Wir könnten ja einen Nachbarn besuchen gehen oder sowas. Weiß es nicht. Oder allgemein mal gucken, wie hier draußen alles so rumläuft. Zum Beispiel ist da unser... das ist Marvin? Das ist Marvin, oder? Marvin ist hier. Dann geh doch mal nach Tag fragen. Gehen wir mal dem Marvin Hallo sagen. Hey, wieso geht das nicht? Insider. Er geht jetzt nicht gehen, nein. Nein, 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 nein. Oh, Thorsten kommt hier vorbeigejoggt. Kann das sein? Wahnsinn. Er macht was für seine Linie. Naja, jetzt bin ich ja nicht mehr dauerschwanger, versteht ihr? Hopp, 2, 3, 4. Hopp, 2, 3, 4. Glitch. Nee, tatsächlich. Sarah kann jetzt Science Fiction schreiben. Erst mit Level 8 kann man Science Fiction schreiben? Hey, hi, Marvin, wie geht's dir? Alles cool, alles super, alles flockig, alles locker? Ich heiße, ich meinte natürlich, ja, voll gut geht's mir. Der Familie geht's gut, allen geht's gut, alles super, alles schön, alles fein. Und bei dir so? Ah, die neue Wohnung ist richtig nett. Wir haben noch nicht so viele Möbel, aber wir arbeiten daran. Ich gehe da mal so durch. Das ist ja super. Also, verdient Sarah genug mit dem Schreiben? Könnt ihr euch das zusammen leisten oder ist das mehr so eine Müllbude? Ich meine, Geld leihen können wir euch auch nicht geben. Und so, weißt du? Ah, gar kein Problem, du brauchst mir nichts leihen. Wir haben schon Darlehen bekommen. Und Thorsten und Mikisch, die verdienen ja jetzt mit ihrem Kaffee-Bistro-Dingsbums genügend. Ja, hätte ich auch mal aufmachen sollen. War so ein blödes Lama und hab nicht so wie ihr gedacht. Hab erstmal voll... Ja, ja, ich weiß, was du sagen willst. Du hast erstmal voll dein Leben als Programmierer in den Sand gesetzt. Hättest du mal in Bücher investiert, damit verdient sich viel mehr Geld. Aber das ist gar nicht wahr. Also ich programmiere Plugins und sowas. Das kaufen die Leute dann im Internet. Ja, für so dämliche Plugins, wie zum Beispiel niedliche neue Smileys bei Twitter oder sowas. Die ich übrigens selber gestalte, weil ich nebenbei künstlerisch auch noch tätig bin. Da brauche ich keine Bücher schreiben. Da müsste ich dir auch noch illustrieren oder sowas. Nee, kommt gar nicht in Frage. Naja, nicht besser noch, als dein Geld mit Sport verdienen zu wollen. Das ist gar nicht so einfach, habe ich gemerkt. Jetzt denkt er auch nur noch an sein Programmiergezeug. Ey, voll gut. Hallo, Mikisch. Hallo, Mikisch. Hey, Röllchen ihr. Ich mach mal spontan Liegestütze zwischen euch. Hallo. Sag doch mal Mikisch hallo. Ja, warte, ich habe 5, 10, 1000, perfekt. Hallöchen. Wisst ihr jetzt? Ich meine, Sarah ist jetzt wieder Single. Ne? Habt ihr mitgekriegt? Ja, das ist schlicht, ja. Dann wäre ich meine E-Mail, ist sie nicht schwanger oder sowas. Naja, jetzt wo ihr gerade umgezogen seid, könnt ihr euch ja nicht noch mehr Belastung erlauben. Ach, ich glitsch hier mal so durch. Naja, ehrlich gesagt sind schon Dinge passiert, die nicht hätten passieren dürfen im Bett. Was? Hat jemand ein Sandwich gegessen? Krümel im Bett kann ich ja gar nicht leiden. Ah, da kriege ich immer die Krise. Also wenn meine Frau im Bett krümelt, dann möchte ich am liebsten ausrasten. Ja, so ein Tollpatsch, das macht doch so noch immer. Ich sag ihm immer, lass das gefälligst. Wird kein Popcorn im Bett gegessen, da wird Popcorn gemacht, wenn ihr versteht, was ich meine. Na gut, ihr könnt da mal so ein bisschen weiter tratschen. Guck mal, was gerade Sarah muss schon wieder pullern. Wie ein Champion pieseln, lass mich raten. Wieso schnüffelt ihr die ganze Zeit in der Luft? Da ist doch gar nichts. Dann seid so... die Luft riecht aber gut. Nach Luft. Hast du das Buch schon fertig geschrieben? Was für eine Errungenschaft. Sarah hat ein komplettes Buch geschrieben. Es wird in ihrem Inventar abgelegt, damit sie es jederzeit... Und so. Dann schreibt noch eins. Schreiben, Genrebuch. Ein Fiction. Schreib eigentlich ein Fiction-Buch. Ich möchte ein kleines Fiction haben. Wie sie läuft, wie so stolz wie Oscar.
Selbstständig, die Frau. Hat ihr vielleicht ganz gut getan. Ein eigenes Baby, um das sie sich kümmern kann und ihre volle Liebe und Zuwendung geben kann. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, wenn das mit der Beziehung so nicht geklappt hat, rettet ihr jetzt doch so ein bisschen den Alltag und die Verantwortung. Apokalypse morgen. Apokalypse war gestern. Was passiert, wenn die Welt untergeht, aber niemand mitbekommt? Ich meine, das ist ja schon passiert. Ich meine, unsere Welt ist ja schon im Untergang geweiht aufgrund der Tatsache, dass die Menschheit sich auf ihre Profitgier versteift und mit ihrem Kapitalismus die Welt zerstört. Aber nicht gut, Kapitalismus nicht gut. Aber gut, kann man ja auch mal so ein bisschen realistischeres Buch schreiben, ne? Aber schön, dass wir hier unsere Freunde draußen treffen. Das ist ja großartig. Ich mag Videospiele total gerne immer noch. Obwohl ich jetzt schon älter bin, eine Familie habe und Verantwortung, zocke ich immer noch nebenbei Flappy Birds auf meinem Smartphone. Ja, kann ich verstehen. Ich spiele so ein Papierspiel mit Dracula oder Alucard, wie der heißt, ja? Und da sockst du Menschen aus und zerstörst Kreaturen und Monster und alles andere Mögliche. Was ist los? Kratze ich wegen Krankheit. Oh, wir sind tatsächlich krank. Und haben Flecken am gesamten Körper. Lass mich hier mal durch, die Wette. Yuki, du siehst da so ein bisschen fleckig aus. Hast du dir eine seltene Krankheit angefangen? Ich meine, du bist Ärztin, da kann das mal passieren, so in der Kaffeepause, verstehst du? Eigentlich nicht. Ich bin ja nicht allergisch gegen Katzen oder sowas. Vielleicht vom Umzug, vielleicht bin ich gegen irgendwas Neues allergisch bei unserem Pestizid oder so. Ja, wer weiß sie? Du bist Wissenschaftlerin, du findest das schon heraus. Ja, das kann ich machen. Ich will jetzt mal spontan ein trauriges Lied spielen. Okay, die beiden müssen gehen. Auf Wiedersehen. Wer ist das denn? Ist das nicht auch ein Nachbar von Peter Ashton? Bezaubernd vorstellen. So wie wir momentan aussehen, stellen wir uns bei niemandem bezaubert vor. Hat noch irgendjemand Medizin im Inventar? Nein. Aber ich will wissen, wie bezaubernd vorstellen aussieht. Oh, das ist eine Flirtinteraktion. Sieht aus wie Jesus in Blond. Wusste ich nicht. Was passiert hier? Es regnet Blumen über mich. Da fühle ich mich jetzt angebaggert. Ich wollte eigentlich nur Hallo sagen. Jetzt habe ich ihn spontan kokett gemacht. Das ist ja auch ungünstig. Muss ja nicht. Süßholzrasten, Anmachspruch, Händchen halt. Versprechen Lied zu widmen. Ich glaube, es geht los hier. Kennenlernen. Probleme beschweren kommt bestimmt gut. Ja, ich glaube, es geht los hier. Tipps geben, das wollte ich nicht. Was ist hier los? Ja, dann redet doch miteinander, ist mir doch egal. Dein Bücherwurm, das ist gut, ihr könnt schon ein bisschen kennenlernen hier. Alter, romantisches Interesse und Nachbar. Aber okay, er ist ein Nachbar. Ich wollte ihn jetzt nicht anbaggern eigentlich. Ich dachte so, bezaubernd vorstellen ist so halt so elegant und sich so kennenlernen. Und kann man hier nicht irgendwie so kalte Schulter zeigen, war doch so, damit der Lieblings-Liebesbalken weggeht. Ist er? Gummispeisen, das mag er vielleicht auch. Ja! Jesus! Bekannter, oh Gott sei Dank. Ich dachte schon. Ich würde euch ja mal ein bisschen kennenlernen. Grundbesitz plaudern. Einfach mal so ein bisschen kennenlernen. Sie haben da aber Gemüse im Gesicht, wie ein Gemüseteller. Seltsam. Ich glaube, sie haben festgestellt, dass sie irgendwelche Gemeinsamkeiten haben, oder? Nee, doch nicht. Gibt's hier Fische in der Nähe? Kann man hier angeln? Geht das? Kann man hier angeln oder so? Ja, kann man. Guck mal, da ist ja plötzlich unsere Anastasia. Guck mal, vielleicht die hat auch nicht so einen guten Tag, unsere Anastasia. Ah, du bist eine Mangold. Cool, dich kennenzulernen. Oh, sie ist fast fertig mit Buchschreiben. Ausgezeichnet. Dann können wir lauter Bücher teuer verkaufen an den Verlag. Ja. Dann kriegen wir immer nebenbei. Was für eine Errungenschaft. Ja. An Verlag verkaufen. Zack. An Verlag verkaufen. Zack. Ich hoffe, das bringt ordentlich was. Ich hoffe, das sind gute Bücher geworden. Cool, cool, cool. Mal ein bisschen Geld verdienen mit Büchern und an Team, die man regelrecht kriegt. Das ist auch nicht schlecht. Pool für mindestens einmal eins kaufen. Eine Spülmaschine kaufen. Ich glaube, es geht los. Einmal.
Außenbescheidene Tantim. Ja, was soll man machen? Ich weiß nicht, ob selbst veröffentlichen besser ist. Ich glaube, der Verlag hat man nicht so viel Ärger damit. Oh, toll, das ist schon vergammelt. Aufräumen. Schöne Omelette von heute früh. Okay, du gehst mal allen Haya-Bubu sagen und gehst mal nach Hause. Ist schon spät. Kannst du ihm jetzt bitte auf Wiedersehen sagen? Kannst du jetzt bitte... Kannst du jetzt... Wo ist denn jetzt hin? Achso, ist unten gerade. Brüderchen will mit ihr reden. Mit Yuki plaudern, Outfit zeigen. Alles klar. Könnt ihr? Wieso willst du das jetzt nicht mehr machen? Zeig ihr Outfit zeigen, finde ich gut. Umarmen, Outfit zeigen. Geh los. Ihr wurde gerade angerufen. Wird Geld verdient an einem freien Tag. Guck dir mal mein cooles Outfit an. Guck dir mal meine gute Outfit. Nee, ich kann nicht. Also, japanischer Akzent, ich krieg's nicht hin. Man muss irgendwas Japanisches vor sich her sagen, damit das einigermaßen klappt. Kenn ich irgendein japanisches Lied? Ano toki saiko no rira uga moko kara ai ni kita no wa bokura no sousai wa kona ni mo tanjin nanku wara i ni kitan da. Mimi wo fusai demo no toroso ni rokeru jinjisu ni mado yo. Es ist uninstalled, aber das ist so japanisch, so ja weit ist so ne. Yoku hirashamashita. Let's play Sims 4. Das ist japanischer Akzent. Ist so ein bisschen, man verschluckt L's und R's und... Das muss man aber üben. Das kann ich nicht. Hallo, ich bin Akito Miyamoto. Und ich bin der Bruder von... er kann ja meine Stimme haben. Er kann einfach normal reden. So, ihr Telefon klingelt. Ei! Ei. Ja. Olla.